Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu meiner Budgetplanung für den Monat März. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo ich was hinpacken möchte, habe mir aber überlegt, dass ich das sehr gerne mit euch wieder zusammen machen möchte. Als allererstes zeige ich euch erstmal, wie habe ich den Monat März gestaltet. Ich habe wieder die süßen Sticker von Action benutzt und ja, ich finde die einfach mega niedlich. Sonst im Grunde habe ich das so wie immer gemacht. Also diese Aufteilung gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los bei meinen Fixkosten. Nebenbei erzähle ich euch, wie die Messe war. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit meinen Geldtöpfen 1 an. Das sind 65 Euro. Mein Schreiber schreibt nicht ganz so gut, aber jetzt klappt's. Also 65 Euro. Der Abtrag sind, meine ich, 690 Euro, aber ich schlage da noch mal gerne den Februar auf, damit ich da auch keinen Fehler mache, weil so an sich hat sich nichts geändert. Creekcards sind 10 Euro, Sparlose 50 Euro. Also die Messe war im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Also ich war sehr erfolgreich, war die drittbeste. Habe insgesamt, also habe über 21.000 geschrieben und das ist schon sehr, sehr gut. Nun muss ich dazu sagen, dass mein Konto bei meiner Selbstständigkeit ein bisschen im Minus war. Liegt einfach daran, dass bei uns, ja, so ein, ja, wie soll ich sagen, wir bekommen Sachen gestellt und zahlen dafür eine monatliche Miete. Und da ich ja nicht so viel zwischendurch mache, wurde mein Konto da schon ziemlich doll belastet. Zudem kam ja diese eine Messe in Hamburg, wo ich war, die ja nicht so gut gelaufen ist für mich. Da habe ich halt auch ein bisschen Minus gemacht. Also ja, ich bin mal gespannt, was da so übrig bleibt. Aber das wird schon ganz gut sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, also ich kriege das Geld ja, wie gesagt, erst so in knappen 5 Wochen. Das ist ein bisschen schade, aber gut, ist wie es ist. Ja, so, das sind auch 150 Euro. Also diesen Monat ist das wieder deutlich weniger, da waren es ja 400. Das war halt einmalig so viel, weil ich meinem Freund noch Geld für den Urlaub dazu gegeben hatte. Genau, und alles andere, ja, ist so geblieben, ne? Dann wollen wir mal gucken. Nein, die 7 muss ein bisschen weiter nach da. Also es war sonst sehr, sehr schön in Rostock. Also Rostock ist auch ist einer meiner Lieblingsmessen. Und insgesamt haben wir da ganz gut abgeschnitten. Und falls ihr euch mal fragen sollte, womit bezahle ich eigentlich die Hotelkosten und wovon gehen wir halt essen? Also ich mache das schon immer so. Ich habe ein Arbeitskonto sozusagen, wo ja auch mein Geld von der Selbstständigkeit drauf geht. Und also damit bezahle ich immer Hotel und auch wenn ich essen gehe oder irgendwas, was mit der Arbeit zu tun hat, also mit der Selbstständigkeit. Nur falls ihr euch da mal gefragt habt, woher nehme ich das Geld, weil es taucht hier nicht auf. Und das bleibt auch erstmal so. Genau, also 1485 Euro habe ich in den Fixkosten. Könnt ihr mal kurz schauen, wie viel das letzten Monat waren. Also fast, naja, 250 Euro weniger. Und ich habe eine Sache vergessen, und zwar mein Gehalt abzuschreiben. Also mein Gehalt ist ja schon lange, lange da. Ich habe insgesamt 2424 Euro und 19 Cent bekommen. Rund 100 Euro weniger, als ich mitgerechnet habe. Ja, ist sehr schade, aber ist, wie es ist. Warum das so ist, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Gut, 939 habe ich dann noch übrig. Allerdings kommen hier ja auch noch 250 Euro dazu. Das ist ja Kindergeld. Ich schreibe das mal eben diese 939 auf. 939 plus 250. Also dieses Geld habe ich noch zur Verfügung. Und dann schauen wir mal, was ich bei den Variablen einplane. Wir haben heute
Heute ist der 5.3., ist also schon ein paar Tage rum. Ich war ja bis Sonntag auf der Messe und morgen, denke ich, mag ich das erste Mal einkaufen und deswegen wird mir 350 Euro da auch sicherlich langen, weil ich nach wie vor ein bisschen von meinen Lebensmitteln aufbrauchen will. Plane ich hier keine 400 Euro. Ich denke, das ist ganz gut. Also können wir hier schon mal minus 350 aufschreiben. Da würde ich sagen 100 im Bar und 250 bleiben auf dem Konto. Drogerie habe ich gedacht 40 Euro insgesamt und die sind natürlich in Bar, also minus 40. Dann auswärts essen, da nehme ich wieder 100 Euro und auch die sind in Bar, also minus 100 gleich. Dann Molly bekommt diesen Monat nur 10 Euro, denn ich habe so viel Hundefutter, dass ich das mal wieder einen Monat aufbrauchen muss. Das sammelt sich immer so ein bisschen an und irgendwann kann ich da, brauche ich halt einen Monat mal nicht zu bestellen. Dann haben wir Luxus. Da nehme ich diesen Monat 100 Euro, denn ich habe etwas bestellt. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und zwar sind das UV-Nägel zum Kleben. Und ja, die würde ich gerne mal ausprobieren, weil mich das jedes Mal ärgert, wenn ich auf der Messe bin. Also ihr seht, meine Fingernägel sind, ich habe das wieder abmachen lassen, aber das hat nicht gut gehalten. Und ja, das ist so ein bisschen doof. Und dann kann ich das auch selber machen. Und wenn mir dann mal so ein Nagel kaputt geht, dann kann ich das wenigstens reparieren. Und hier habe ich gedacht, mache ich 200, 20 in Bar und 180 auf dem Konto. Minus 200 gleich. Also 29, 289 so rum. Dann wollen wir mal gucken. Das sind 140, 240, 250, 350, 450, 470. Nochmal nachzählen. Das ist ja 0, 2, 3, ja, 7 und 1, 2, 3, 4. Das stimmt. Auf dem Konto bleiben dann 430 und insgesamt haben wir 0, 50, 1, 3, 4, 5, 6, 900. Ja, stimmt doch. Also 900, wir können das nochmal eben, ich rechne das immer gerne nochmal nach. Also 2, 4, 2, 4 plus 250 minus 1, 4, 8, 5. Minus 900. 289. Yay! Das stimmt schon mal. Und da würde ich sagen, dass wir 200 Euro verplanen davon für die Geldtöpfe 2. Und rund 80 Euro nehmen wir mit in die erste Woche, um das schön zu verspielen. So. Dann wollen wir mal gucken in das schlaue Buch. Und dieser Monat wird sehr teuer werden, leider. Kommen verschiedene Sachen zusammen. Also mal sehen. Mein Sohn hat 42. Ich würde sagen, wir packen hier, also heute ist der 5.3. in Klammern Gehalt. Ich würde sagen, hier kommen 38 rein, sodass wir hier 50, 80 hinterher haben. Also minus 3,8 gleich. Dann Urlaub und Ausflüge. Ja. Molly 140. Ich würde sagen, 5.3. Gehalt. Ich muss ja mit ihr zum Tierarzt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir hier 50. Dann hat sie hier wieder 190. Das ist ganz gut. Minus 50. Auto machen wir noch nicht. Haus und Garten, ja, wäre übel. Gesundheit müssen wir unbedingt was reinmachen. Minus, ich mache mal minus 100, weil ich einiges habe, was ich bezahlen muss. Gehalt 100. Dann kommen hier 200. Sind hier insgesamt 220 drin.
Wenn ich hier ein bisschen mehr reinplane, können wir halt weniger spielen. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt mache ich hier minus 40. Fünfter, dritter, Gehalt. Ich habe 40 gesagt, ne? Sind 120. Ja, ich denke mal, das langt. So, jetzt. Und die 60 nehmen wir dann für die erste Woche zum Spielen. Also schauen wir mal. 40 plus. Nochmal überprüfen. 100. Das ist gar nicht so. Das ist echt richtig übel. Aber naja, man muss sich das halt überlegen. 50 und das andere ist halt wichtiger. Und 38, ne? 228, ja, das ist doch ganz, ganz ordentlich. So, 228 können wir hier schon mal reintragen. Falls da noch was dazu kommt, dann können wir das ja jederzeit verändern. So, ja, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich würde sagen, ich fahre dann mal morgen zur Bank, heb das Geld ab und dann sehen wir uns zu meinem Cash-Stuffing wieder. Und ihr hört, meine Stimme ist noch nicht ganz so wieder gut, aber ist auch kein Wunder, wenn man 5 Tage lang sabbelt, dann ja, leidet die Stimme schon mal. Also, ich wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi!